Die SU-46 der PKP, die starke Dieselpower aus Polen für schwere Züge, ist eine komplette Neukonstruktion und kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Nachdem sich mit der Baureihe SP45 die erste Streckendiesellokomotive Polens bewährt hatte, entschlossen sich die polnischen Staatsbahnen zur Beschaffung einer leistungsgesteigerten Ausführung, die sich auch im schweren, hochwertigen Reisezugdienst einsetzen ließ. Weil sie seine Zuverlässigkeit schätzten, griffen die Konstrukteure auf den Fiat-Motor der SP45 zurück, steigerten allerdings dessen Leistung auf 2250 PS. Dieser Schritt erwies sich als wirtschaftlicher Glücksgriff. Zu den Innovationen der neuen PKP-Diesellok gehörten weiterhin eine elektrische Zugheizung sowie die optimierte Form der Führerstände und des Lokkastens mit den gesickten Seitenwänden. Nach den beiden Prototypen lieferte die Poznaner Lokomotivfabrik Ciegielski von 1976 bis 1977 weitere 50 SU-46, die mit ihrer Leistung von 1654 kW und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h die Erwartungen der PKP sehr gut erfüllten. Die Lokomotive kam und kommt regelmäßig auch nach Deutschland zum Einsatz. Die SU-46 der PKP der Epoche 4 kommt in folgenden Ausführungen in den Fachhandel. Als DC-Ausführung mit der Artikelnummer 52860. Als AC-Ausführung mit der Artikelnummer 52861. Als DCC-Ausführung mit Sound Artikelnummer 52862. Und als AC-Ausführung mit Sound Artikelnummer 52863. Die AC-Varianten sind ab Werk mit MFX-fähigen Plax-22-Decoder ausgerüstet. Das Pico-Modell der attraktiven Diesellok SU-46-039 der PKP überzeugt mit einer exakten Umsetzung der markanten Gehäuseform mit Sicken, freistehenden Spiegeln, Hupen, feinen Lüftergittern auf dem Dach, angesetzten Dachlaufstegen, Ölfilter, Schienenräumer und nachgestalteten Führerständen. Die Pico SU-46 verfügt zusätzlich unter anderem über angesetzte Teile wie Scheibenwischer und Türhandgriffe, separate Heizungssteckdosen und Aufstiege. Die scharf gravierten Drehgestelle sind exakt wiedergegeben mit Dämpfern, Tachometerantrieb, Bremszylinder und Indusi-Magneten. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet mit extra angebrachten Klappen, Griffen, Schloten, Lüftern und einer passenden Antenne. Die Bedruckung und Lackierung ist makellos und trennscharf ausgeführt. Das Fahrgestell der Pico SU-46 hat einen Zinkdruck-Gussrahmen. Ein 5-poliger Motor mit Schwungmassen sorgt für exzellente Fahreigenschaften. Zwei Haftreifen sorgen für ausreichende Zugkraft. Das Modell ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Die AC-Variante ist ab Werk mit einem MFX-fähigen Plax-22-Decoder ausgerüstet. Das Modell besitzt eine Digitalschnittstelle Plax-22 nach NEM 658 und ist für eine einfache Nachrüstung mit Sound und größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet.
Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden Decoder abrufbar. Das Modell der SU46 besitzt eine LED-Beleuchtung mit guter Leuchtkraft. Der Lichtwechsel weiß-rot erfolgt fahrtrichtungsabhängig. Folgende digitalen Funktionen sind unter anderem abrufbar: F0 Licht an, aus. F1 Sound, Fahrgeräusch. F2 Horn hoch, F3 Horn tief, F4 Führerstandsbeleuchtung Führerstand 1 oder Führerstand 2, F6 Maschinenraumbeleuchtung, F14 Druckluft ablassen, F17 Kompressor, F18 Funk. Mit der schweren Diesellok realisiert Pico einmal mehr eine markante polnische Lokomotive mit hervorragender Detaillierung als 1:87 Modell. Das zeitgemäße Fahrzeug überzeugt durch den gelungenen Formenbau und lässt die Lok auch angesichts der sauberen Lackierung und Bedruckung sowie dem feinen, stimmigen Gesamterscheinungsbild zu einem echten Blickfang werden. Da das dieselelektrische Original ein regelmäßiger Gast in Deutschland war und ist, bietet sich mit der SU46 der PKP Modellbahnern aus Ost und West ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Mit der Personenwagenfamilie mit Artikelnummer 97602 folgende stehen passende Modelle zur originalgetreuen Bildung realistischer Züge der PKP in der Epoche 4 von Pico zur Verfügung.